Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Inkrafttreten des UN-Atomwaffenverbotsvertrags am 22. Januar haben wir einen wahrhaft historischen Tag erlebt, und er wurde ja weltweit gefeiert. Die Weltgemeinschaft hat sich auf den Weg gemacht, die Menschheit von der Geißel der Atomwaffen zu befreien. Seit dem 22. Januar sind Atomwaffen nunmehr verboten. Dies ist ein riesiger Erfolg der internationalen Friedensbewegung, die beharrlich 10 Jahre lang auf ein globales völkerrechtliches Verbot von Atomwaffen im Rahmen der ICAN-Kampagne hingearbeitet hat. Das sollten wir mal ausdrücklich anerkennen und uns bei all denen bedanken, denen das Wohl der Menschheit und die Sicherheit des Planeten wirklich am Herzen liegt. In Deutschland sind das zum Beispiel die IPPNW, die Initiative Atomwaffenfrei Jetzt, die Mayor for Peace und all jene, die immer wieder vor dem Atomwaffenlager im Büchel demonstrieren und blockieren. Es ist Ihr Erfolg. Sie suggerieren jetzt, es wäre hier eine verblendete Linke, die diesen Vertrag unterstützt. Dabei sieht doch die Realität ganz anders aus. Eine übergroße Mehrheit der Staaten in den Vereinten Nationen steht auf der Seite des internationalen Rechts und hat diesen Vertrag unterstützt. Guterres selbst hat ihn willkommen geheißen, der UN-Generalsekretär. In Deutschland sprechen sich laut aktuellen Umfragen 92% der Bevölkerung für den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag aus. Mehr als 120 Städte, darunter alle 16 Landeshauptstädte in Deutschland, setzen sich für den Verbotsvertrag ein, 4 Bundesländer ebenso. Im Bundestag selbst gibt es einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis aller demokratischer Parteien für den Atomwaffenverbotsvertrag. Sind das alles irre? Wollen Sie das ernsthaft behaupten? Ihr Nichtverbreitungsvertrag hat doch überhaupt nicht zu atomarer Abrüstung geführt. Im Gegenteil, wir haben mittlerweile 9 Staaten, die Atomwaffen besitzen. Die Welt ist unsicherer geworden denn je, und genau deswegen brauchen wir den Verbotsvertrag. Mit Entsetzen müssen wir allerdings feststellen, dass die Bundesregierung den Atomwaffenverbotsvertrag boykottiert und an der Logik der nuklearen Abschreckung, das heißt der Androhung der vollständigen gegenseitigen Auslöschung, festhalten will. Damit steht die Bundesregierung auf der falschen Seite der Geschichte, nicht wir. Sie hat beschlossen, die Fahne des Friedens, nicht die Fahne des Friedens, sondern des Unrechts zu hissen, und will Atomwaffen eben nicht verbieten. Wer so handelt, braucht sich dann bitte aber auch nicht mehr im Bundestag hinzustellen und salbungsvolle Reden zu halten für atomare Abrüstung, wie wir es unter anderem auch immer von Außenminister Heiko Maas von der SPD hören. Wer den Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterzeichnet, hat eben nichts, rein gar nichts mit atomarer Abrüstung im Sinn. So einfach ist das. Und für diesen verheerenden Standpunkt der Bundesregierung ist das Duo Infernale der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer direkt mitverantwortlich. Beide wollen sowohl vom deutschen Zugriff auf Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO nicht lassen und hintertreiben damit auch den Beschluss des Deutschen Bundestages, sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Und sie versuchen, zur Rechtfertigung ihres zutiefst unrechten Handelns die Öffentlichkeit mit fadenscheinigen Behauptungen zu täuschen. Eine Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags würde die Abrüstungsbemühungen innerhalb des Nichtverbreitungsvertrags gefährden. Das ist hier ja oft genug erwähnt worden. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat mit einem 40-seitigen Gutachten, das meine Kollegin Sevim Dadelen in Auftrag gegeben hatte, festgestellt, und das können wir auch gerne dem Außenministerium noch einmal zusenden, dass diese Argumentation einfach nichtig und falsch ist, dass sich Atomwaffenverbotsvertrag und Nichtverbreitungsvertrag selbstverständlich nicht entgegenstehen, sondern ergänzen. Was für eine schallende Ohrfeige für Ihre Politik! Nach 2 verlorenen Weltkriegen war es einmal der Gründungskonsens dieser Republik, dass Deutschland ein für alle Mal auf Massenvernichtungswaffen verzichtet. Die Bundesregierung muss zu diesem Gründungskonsens endlich zurückkehren und den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen.
Und das bedeutet eben auch, einmal Rückgrat zu zeigen und nicht alles, was von der US-Administration wie im Fall der Blockade dieses Atomwaffenverbotsvertrags kommt, weiter dienerhaft auszuführen. Duckmäusertum ist ein schlechter außenpolitischer Ratgeber, kann ich hier nur an die Bundesregierung und auch Heiko Maas sagen. Unterzeichnen Sie den Verbotsvertrag und sagen Sie den USA endlich, dass sie ihre Atomwaffen wieder mit nach Hause nehmen können. Das wäre einerseits ein wichtiges Zeichen für die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz, wo die US-Atomwaffen ja stationiert, gelagert sind und die übrigens ja auch eines der ersten Angriffsziele wären, ich komme zum Schluss, bei einem Atomschlag in Europa. Und es wäre ein wichtiger Beitrag zur Abrüstung. Wir bräuchten dann keine Milliarden mehr für neue atomare Kampfbomber. Die könnten wir ins Gesundheitssystem investieren. Vielen Dank, Heike Hensel. Danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Nikolas.